Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Ladder Live. Heute hier auf dem Tiefseeriff. Wo ist eigentlich Zarok? Der ist in München beim Fußballspielen. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien deshalb wird er auch heute im Community Game nicht mitcasten. Müssen wir auf ihn verzichten. Schade. So. Zerg-Gegner. Ich werde jetzt mal nicht Nexus First spielen. Ich werde... Was mache ich denn? Sollen wir nochmal ein Immortal All-In probieren? Das haben wir ja schon in der vorletzten Folge probiert und sind kläglich gescheitert. Vielleicht können wir das diesmal ja noch ein bisschen besser machen. Mal schauen. So, zack. Wir haben auch ziemlich lange gebraucht für die ersten beiden Folgen. Auch wenn ich das letzte Folge schon gesagt habe, wird dann diese Folge ein bisschen kürzer sein. Ich würde ganz gerne pünktlich 20.45 Uhr mit dem Community-Game anfangen. Ich hätte heute Lust mal auf Mono-Battle. Da hatte ich vor ein paar Tagen mit Zarok ein Gespräch drüber. Und da dachte ich, ach, Mono-Battle müsste man eigentlich auch mal wieder spielen. Wobei ich selber spiele ja nicht mit, aber fände ich geil. Mal schauen, ob wir da 8 Leute zusammenbekommen, die mitmachen. Als Erklärung, Mono-Battle, da spielst du quasi StarCraft 4 gegen 4. Oder naja, falls wir nicht genug zusammenbekommen, oh, 3 gegen 3. Ah, Early Pool. Und man darf auch nur eine Einheit bauen. Welche Einheit man bauen darf, das bestimmt der Zufall. Natürlich klasse, im Zweifel entscheidet der Zufall, sage ich nur. Ja, das ist schon ganz witzig. So, komm. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Nein, ich wollte hier eigentlich noch ein Gateway hinbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Reicht das zum Locken? Also nur darum geht's natürlich hier. Das Blocken des Nexus. Mein Leben für oder der Hatchery. Für Artan. Ihr benötigt mehr Vespingas. So, mal schauen, wie das so wird. Ist die geblockt? Ich weiß es nicht. Genug meditieren. Gerechtigkeit wird walten. Offensichtlich nicht. Wir warten. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Vorwärts! Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Schauen, ob ich damit durchkomme mit den Pfeilen. Natürlich geil. Sieht aber leider nicht so aus. Ich hätte gleich 2 bauen sollen, ne? Ehre den Dalai Lama. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So. Eure Mineralien reichen nicht aus. Könnte sein, dass er hier reindroppen möchte. So sieht es, glaube ich, auch aus. Den Dalai Lama. Niemand kann uns aufhalten. Gott. Ein bisschen wenig Probes, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich nicht vergessen darf, dass wir vorne noch einen Pylon haben. Okay, jetzt nicht mehr. So viel dazu. Was wir vergessen sollten, ist, dass wir vorne einen Pylon haben. So, mal schauen, ob wir ein One-Way-Soll-In hier drücken können. Bin mal gespannt. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien. So. Thank you.
zusätzliche Pylonen bauen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Da läuft es natürlich nicht so gar. Nein. Ja. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ehre den Deiner. So, ich müsste jetzt eigentlich expandieren. Okay, ich denke, diesen Push brechen wir mal ab. Der ist halt wie viele. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Boah, dieser Warp-In dauert so ewig. Nein, der kommt hier durch. Greift doch an, Einheiten. Euer Gegner greift einen Pylonen an. Eure Krieger entfachen ihre Klingen. Jetzt lad doch aus! Das müssen wir erkennen. Ehre! Euer Nichtschleif, eure Sonnengriff an. Ja, klar! Eure Krieger entfachen ihre Klingen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ich kann nichts mehr bohren. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Was mache ich denn hier schon wieder? Folgt wieder Einheiten. Los, lad doch ein! Meine Güte. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Was haben wir hier für Drones? Haben wir genug Drones? Ah, eben schon nicht so wenig. Naja, gut, da wurden wir mal wieder gecheased. Heute ist mal viel Cheese, ne? Heute ist sehr viel Cheese unterwegs. Naja. Ich habe mit deutlich mehr besseren Micro hätte ich nochmal deutlich viel mehr rausholen können. Also mein Micro war echt schlecht, da muss ich echt stark dran arbeiten. Aber naja. So. Keine Eco, ziemlich viele Linge. Ja, das Problem war halt, dass ich am Ende nochmal ziemlich geschnetzelt wurde in meiner eigenen Base. Da. Ich hätte halt. Ich hatte eigentlich die Pro auf Hold Position, aber scheinbar stand sie nicht perfekt. Und dann war es natürlich gegessen, als dann die Linge in der Mainbase waren. Die hätten halt nicht in die Mainbase kommen können, dann hätte ich auch nochmal angreifen können. Ich glaube, wäre gar nicht so schlecht gewesen dann, weil mein Warprisma ja vorne war und die Linge bei mir sozusagen. Und wären dann nicht reingekommen. Aber sie sind leider reingekommen. Deshalb, naja, war es das dann da. So, ich möchte jetzt auch mal wieder gewinnen gegen einen Terraner. Ich glaube fast, wir müssen irgendwann mal wieder einen Ausflug auf einen A-Server oder so machen, wo mein MMR nicht so hoch ist. Damit ich hier wieder, gewinne. Oder auf einem koreanischen Server mit einem Ping von 800 oder so. Nein, wir wollen natürlich hier es schaffen, wieder in die Master League zu kommen, wobei das schwer werden wird. Dazu brauche ich eigentlich mehr Zeit. Die habe ich aber leider nicht. Ist das schon wieder Zerg? Nein, er ist Terraner, alles gut. Warum scoute ich eigentlich immer so früh gegen Terraner? Ich weiß es nicht. So. Heute ist ein Cheese Day, sind nicht Ferien. Aber einige sind Ferien. Ich habe keine Ferien. Aber bald ist ja kein Freitag. Güsmann, muss der nicht Fußball spielen? Ich weiß gar nicht, wo spielt denn der überhaupt? Ich glaube, der wird auch anders geschrieben. Griezmann heißt der, glaube ich, eher auch. Und nicht Güsmann. Aber man spricht ihn so aus.
So, uns wird sicherlich die Echse geblockt werden. Was macht ihr denn hier schon wieder? Eine Einheit machen noch mal Sachen hier. Okay, doch, Gas ist genommen. Alles klar. Warum ihr hier wieder nur rumsteht, weiß auch keiner. So, ich könnte mir vorstellen, dass hier böse Dinge stehen. Nö. Überrascht mich. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Oh, kannst du mal aufhören, mich zu verfolgen? Du nervst. Ich habe 54er Ping, das ist schon höher. So. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch angegriffen, aber hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht. So. Eure Mineralien reichen nicht aus. Vielleicht wäre es ratsam, mehr. Zack. Ich fange schon an, nur Zack zu sagen. Naja, was soll's. Mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ich hab zu wenig Gas. Warum rennt denn mein Reaper oder mein Adept weg? Adeptilein, nicht stehen bleiben. Warum wollen meine Einheiten eigentlich immer stehen bleiben? Das ist ziemlich nervig. Der Feind greift eure Sonden an. Boah. Nein, du sollst hier nicht 78 Sonden bauen. Die Templer rücken vor. Ein Stalker wurde auch schon wieder nicht gebaut. Das Problem ist immer die Entscheidung, die man schon im Kopf getroffen hat und die Umsetzung. Bei mir mangelt es heute doch stark an der Umsetzung, muss man leider sagen. Wir werden uns aber jetzt so versuchen wie im letzten Spiel. Eure Mineralien reichen nicht aus. Schon wieder keinen zweiten Stalker gebaut. So. Dafür reicht euer Wissen. Wir alle verstärke Psy-Naja. So. Ich nee, ausklappen. Forschung wurde abgeschlossen. Ganz wie ihr. So, da ist Stalker gebaut. Jetzt müssen wir eigentlich hier die Pylons setzen. Eins und zwei. Geht es dazu? Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Kein Wille, um einen Job zu kommen, so wie es aussieht, aber man weiß ja nie. Manchmal kommt er auch ein bisschen zu spät. Eure Mineralien reichen nicht aus. Das ist natürlich auch möglich. So, wie viele Geldwäsche haben wir? 3, das ist zu wenig. 4 ist auch noch zu wenig. 5 wäre für eine schnelle dritte Base die richtige Anzahl. Weil wir wollen ja eigentlich ein bisschen cheesen. Eure Mineralien reichen nicht. Deshalb kommen 6, 7 und 8 gleich auch noch dazu. Jetzt wurden wir gescannt. So richtig viel kann man, glaube ich, nicht rausdeuten, oder? Ah, er hat natürlich das Warp-Plus mal noch gesehen. Perfektes Timing für seinen Scan natürlich. Ich sollte hier nicht reinwarpen, das dauert ewig. Eure Mineralien reichen nicht aus. So. So. Transition diesmal ein bisschen besser vorbereiten. Baut zuerst mehr Mineralien. Heißt, wir müssen auch gleich Richtung High Templar gehen. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So, werden aber jetzt gleich den Push spielen. Geld was ausklappen. Bisschen sparen. Warten, bis die beiden Pylons fertig sind. Wir können auch schon mal hier hochfahren. Ne, wir wollen eigentlich die Base hier unten gleich haben, glaube ich.
So, und dann geht's jetzt hier rein. Hoffen, dass hier keine Rüdomein blöd steht. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ehre den Dalai. Die Templer rücken vor. Kor Salah. Wir dienen. So soll es geschehen. So. Gibt uns einen Abfall. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Die Erstgeborenen werden siegen. Vorwärts. Eure Arbeiter müssen mehr in der Forschung. So. Ehre den Dalai Lama. Eure Mineralien. Das läuft doch schon ganz gut. Nein, nicht einfach da reinrennen. Okay. Schade. Ich hoffe, dass es zumindest mal durchkommt. Da müssen mehr Mineralien abbauen. Vielleicht eher auf Blink gehen sollen, anstatt auf Zealot Charge, ne? Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar, die Templer. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ich hoffe, dass ich... Ne, hatte ich Stim erwischt? Ich habe gerade nicht mehr drauf geachtet. Ich habe einen upgradenden Dingens bekommen. Das war ganz gut. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob der Stim oder Combat Shield oder vielleicht sogar gar nur Concussive Shells hatte. Wenn das Concussor-Shells waren, ist natürlich natürlich auch gut. Ist ja nie unnütz, das zu machen, aber... Aber diesmal lief es schon mal noch deutlich besser. Wobei da echt noch ein bisschen mehr Potenzial drin steckt, das muss man ganz klar sagen. Da ist eine Widowmine. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Ich nehme irgendwo einen... So, ich dachte eigentlich, dass hier jetzt tatsächlich ein Push kommen soll. Das sieht aktuell noch gar nicht so richtig danach aus. Mein Leben für Ajur. Wir sind erneut dienlich. Hier sind leider keine Pylons in der Nähe. Das ist so geil. Ich hab nichts, was in die Luft schießt. Nein! Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ich bin hier. Warum hatte ich denn nichts, was in die Luft schießt? Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ehre den Dalai Lama. Der lebt ja immer noch. Ich bin das Bier. Euer Gegner greift einen Klonen an. So. Eure Mineralien, dafür reicht euer Vespingas nicht aus. Kassar, die Templari. Ula Shadari. Oh, nicht gut. Ula. Baut zuerst mir. Mein Leben. Was ist denn jetzt? Ich habe meine Mausgeschwindigkeit hergestellt, das wollte ich nicht. Die Sache nämlich nicht gerade einfacher. So, aber unsere dritte läuft. Wir müssen jetzt auch nach vorne. Haben wir noch einen Observer? Ja, haben wir. Ist ja geil. Gut, die haben wir noch rausgefokust. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ich füge mich. So diene ich. Ula Shadari. So, hier steht nicht mal eine Base. Das überrascht mich jetzt. Der Kampfesruhm wird unser Leben für Ajur.
alles. Höre mich. Wie mein Sound immer so einen Abgang macht, ne? In Einigkeit. G. Wir sind das Licht. Forschung abgeschlossen. Warum geht er jetzt nicht raus? Jetzt geht er raus. Sehr schön. Und es ist 20.35 Uhr. Das ist eigentlich ein bisschen früh, nicht? Haben wir jetzt zwei Matches gemacht in dieser Folge? Och, ich bin unsicher. Haben wir jetzt zwei Matches gemacht in dieser Folge? Wenn ja, dann würde ich es jetzt beenden. Weil ich höre immer sehr, sehr gerne mit einem Sieg auf. Und da die heute so rar gesät sind, finde ich, ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, hier aufzuhören. Naja. So. Wir schauen noch mal einmal, was der Chat so sagt. Das können wir noch mal machen. Ich habe Ferien, schreibt ich trinke Keep. Naja, herzlichen Glückwunsch. Ich will auch Ferien haben. Funky Monka muss auch arbeiten, schuften, ackern, wie man es nennt. Warum heißt eigentlich Funky Monka und nicht Funky Monk? Oder ist das eine andere Person? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Ich gucke überhaupt nicht in die Kamera. Das liegt daran, dass der Chat da ist. Ich kann den Chat allerdings gerne mal auf... Hallo? Ich kann nicht den Chat auf diesem Bildschirm holen. Warum darf ich das nicht? Windows spielt mir manchmal wilde Streiche. Naja. Job E von links mit zwei Medivac. Ja, sogar 4 jetzt nachher. Können wir nach dem Monobattle normale 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 spielen oder so? Ich glaube, es gibt heute nur ein Match. Den Push muss ich mir merken, warum der Terror nicht das Prison killt. Hatte doch den Falken. Ja, deshalb habe ich ja extra sogar Stalker gebraucht, aber er hätte die Möglichkeit gehabt. Aber es ist halt sehr, sehr aufwendig. Also dieses Liberator, nee, Quatsch, dieses Adeptenplay ist sehr, sehr beliebt gewesen eine Zeit. Und ist, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr beliebt. Das Einzige, was jetzt das Problem ist, ist, dass du halt mit dem Shade nicht mehr siehst, was du machst, aber ansonsten ist es immer noch sehr, sehr schön, damit was zu machen. Das war auf Turnieren auch sehr, sehr stark vertreten immer. Deshalb wurde ja die Vision genervt von denen, damit du immerhin nicht weißt, komplett auf was du da gerade drauf springst. Aber es ist immer noch sehr, sehr stark, vor allen Dingen, wenn man das schafft, vernünftig dahinter zu makronen. Wir haben heute 1 vs 1 Community oder Team. Monobattle, habe ich ja schon gesagt, würde ich gleich ganz gerne machen. Mal schauen, ob das funktioniert. Nicht, dass du dir die Finger brichst bei meinem Waschbrettbauch. Was? Würde Funky Monka boxen, schreibt Twisted Jammer. Ach so. Nein, mein Name war schon vergeben. Na, das ist natürlich ärgerlich. Deshalb habe ich darauf geachtet, schnell auf allen Portalen Nergorix zu sichern. Wobei, ganz stimmt es glaube ich nicht. Und ich weiß auch nicht, bei einigen wird es sicherlich so sein, dass man, wenn man das eine Zeit lang nicht benutzt, den Namen verliert. Deshalb weiß ich das nicht so genau. Was ist denn hier eigentlich los? Manchmal lädt ihr Sachen nicht. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir auf jeden Fall diese Ladder-Live-Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten jetzt ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.